Um eine Linie auf den Chart zu ergänzen, klicken wir mit der linken Maustaste auf die Preisskala und mit dem zweiten Klick bestätigen wir das Linien hinzufügen. Um das Niveau auf den neuen Preis zu ziehen, wählen wir die Linie mit der linken Maustaste aus und mit dem zweiten Klick bestätigen wir die Veränderungen. Um das Level vom Chart zu entfernen, markieren wir es mit der linken Maustaste und mit der rechten Maustaste löschen wir es. Wenn wir mit der rechten Maustaste auf das Linienbild klicken, ohne es auszuwählen, wird das Fenster mit den Niveaueinstellungen geöffnet. Hier können wir die Linienfarbe und den Stil ändern, sowie ihre Darstellung in anderen Fenstern einstellen. Die standardmäßige Farbeneinstellung der Levels befindet sich im Setup-Menü Settings Miscellaneous. User Line Back. Ändern wir die Farbe auf Lila. Alle folgenden Linien in diesem Fenster werden mit der neuen Farbe aufgebaut. Und jetzt betrachten wir ganz kurz die Darstellung der Niveaus in anderen Fenstern. Standardmäßig werden alle Linien auf allen kleineren Timeframes widerspiegelt. Man kann auch die Darstellung ändern, nur im derzeitigen Fenster, in jedem Zeitraum, sowie in größeren als auch in kleineren oder in allen Fenstern in diesem Instrument. Wählen wir beispielsweise in allen Timeframes. Wir sehen jetzt, dass dieses Level auch im alten Zeitraum auf dem Stundenchart widerspiegelt wird, der aus 5 Minuten Timeframe besteht. Diese Funktion kann man standardmäßig im Setup-Menü einstellen. Global Settings, User Line Visible. Nach dem Eintragen der Veränderungen vergessen Sie bitte nicht, Layout zu speichern, um den Wechsel nicht zu verlieren. Layout, Save Layout und bestätigen wir die Speicherung. In der rechten oberen Ecke kann man zwischen den Linientyp auf Alert ändern, um die Preisalerts hinzufügen. Ein ausführliches Video mit allen Linieneinstellungen befindet sich auf unserem Kanal. Der Link steht in der Beschreibung unter dem Video.